Kamillen das zum Schmelzen da. Oh, Oh, ich sehr habe, viel. wie ich gerade merke, Skype nicht auf beschäftigt. Oh, komisch, hatte ihn da nicht gerade vorher noch jemand darauf hingewiesen? Ich weiß. Jetzt aber. Ich weiß, wir haben ja eigentlich nicht so viel Aber. Kohle, aber ich einfach aufgrund der Tatsache, dass wir davon noch leveln kriegen, ohne Ich wirklich hab da Monster. Probleme, wir sind die reichsten Babos auf der Welt. Aber wir haben nicht viel Kohle, Junge. Noch ein Stack. Weil ich könnte da hinten, Na, jetzt ich könnte da pisst. drüben ein paar Bäume wegspachteln. Oh! Regnet. Wie geht's deiner Framerate? 22. Es geht. Soll ich den Regen ausmachen? Nee. Oh ja, Zombie. die Nachbarn. Das Problem ist, wenn du Yay. einen Zombie sehen kannst, kann ich es auch. So, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ah, Das. noch ein Nachbar. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du nämlich da nicht Der im auf. Boden rumspackt. Wenn du da nicht aufpasst, dann bist du schneller mal Zombie-Futter, weil die kommen in Scharen. Knopf. Na. Kann man versuchen, noch zu schlafen gehen, aber ich glaube nicht, dass du schlafen gehen kannst, wenn da Monster nebenbei sind. Ja, doch geht. Es ist heiß. Und ich kann mein Ventilator nicht. Oh Gott, ein Zombie-Baby. Oh nein. Zum Glück kommt er nicht durch die Tür durch. Ja, zweifle ich auch. Nee. Also jedes Mal, wenn der Zombie Schaden nimmt, könnte er ein Ding spawnen, ne? Also uns anderen Zombie spawnen. Das mögen wir auch so. Hey, Herr Nachbar! So, ich gehe dann mal. Bist du sicher? Nein. Sollte es vielleicht einen Dachausstieg oder so bauen? Warte mal, ich muss mal gucken. Das liegt am Texture Pack und an Optifine. Moment mal. Was denn? Und das bisschen mehr die Frame down geht. So, wo ist Ich jetzt renn ein dir Zombie? nach. Aber die Ah. Rüstung. Kill it. Ah. Aber ich gerade. Ach, Alter, ich leg so Du rum. hast den Teppich zerstört. Und wenn du genau schaust, auch nach oben das Glas. Warte kurz, ich habe alles im Griff. Die Druckplatten, also wie man da rausgeht, müssen wir noch erwarten, wenn sie nämlich plötzlich. Dann stehen die Nachbarn schon im Wohnzimmer. So, ich gehe dann mal Dach ausbessern oder Dach weiter verbessern, machen, Und bauen, dingen. die putzen sich nicht am Teppich die Schuhe ab. Die putzen sich an dir die Schuhe ab. So, ich klopfe die Birken hier weg und sammle allgemein Holz. Ja, gute Idee. Für Holzkohle. Hey, ich hab wieder ein Level. Jetzt bin ich Fame. Ja, aber doch, Tatsache, dass ich schon alles, dass ich alles restliche für dich enchantet habe. Ich habe übrigens, man kann übrigens alles noch mit so Effizienz 1 chanten, ne? Oh. Dann Wie gesagt, alles Level 1 wir enchanten. sind hier nur vier? Ah Oder ja. einen Okay. Bogen auch. Genius. Weil vielleicht finden wir noch in einem neuer generierteren Terrain, vielleicht finden wir da ja auch noch, was weiß ich, ein Buch, was wir draufkloppen können mit dem Amboss. Das wäre cool. Oh. Soll ich noch eine Fahrschulgeschichte erzählen? Ja, warum nicht? Wenn du schon dabei bist. Okay, ja, wenn ich es vorhin erzählt habe, drücke ich noch eine raus. Und zwar, das ist eine Geschichte, die ich leider selbst erzählt bekam. Sie ist aber genauso wahr. Meine Schwester fährt an exakt besagter Stelle von der Schnellstraße ab, um mich von der Fahrschule nach meinen Fahrstunden abzuholen. Vor ihr reiht sich eine Fahrschülerin ein, zum Rechtsabbiegen. Auf einer Fahrspur daneben ein Wiener, der möchte geradeaus fahren und hat sich zum Geradeausfahren eingeladen. Plötzlich entscheidet der Wiener, er möchte doch nach rechts. Und sobald die Ampel auf grün ist, umschwenkt, zieht er mit, ja, mehr oder weniger, also direkt zieht er der Fahrschülerin direkt vor die Haube und es kommt zu einer, ja, mehr oder weniger unspektakulären Kollision. Der Fahrlehrer steigt aus und brüllt den Wiener aufs Ärgste zusammen. Also ich bin mal, also die Wiener, wenn man Wiener außerhalb von Wien Auto fahren lässt, sind die, glaube ich, allgemein eine Bedrohung.
Bestes Beispiel, meine Schwester und ich waren heute einkaufen, sie fährt, ich sitze am Beifahrersitz. Wir kommen zum Kreisverkehr, dort ist ein Lastwagen, ein längerer, versucht gerade in den Kreisverkehr einzufahren, hat ein bisschen Probleme, weil der Kreisverkehr ziemlich eng ist. Dahinter bildet sich eine Kolonne. Plötzlich hört man Hupen. Es ist ein Wiener mit sportlichem Cabriolet, der unbedingt wieder vorbei möchte. Was passiert? Die spinnen die Wiener. Das ist kein Witz. Der Wiener setzt den linken Blinker und fährt auf die Gegenfahrbahn. Im selben Moment kommt ein Auto in den Kreisverkehr. Der Wiener schleift sich zusammen, kann noch rechtzeitig anhalten und erkennt, oh, das war doch vielleicht nicht keine so gute Idee, und zieht wieder auf den rechten Fahrstreifen hinüber. Der hat's wohl eilig. Der hat das indeed eilig, ja. Das Dach ist fast fertig. Ich habe wieder eine Menge Holz gesammelt. Drauf. Lauter kleine Tannenbäumchen. Junge, ich habe schon so 4 Kilse. Ich habe hier einen Wolf, ich kann zu meinem verhöhen, erhöhen. Das ist kein Wolf mehr. Schlag ihn doch. Ich weiß, dass es kein Wolf mehr ist. Seedling, Vajulek. Och, ich finde dieses Texture-Pack einfach trotzdem schön. Ah, it is so beautiful. Wie viel Spruce hast du? I has 13 Spruce. Then please give it to me. Ja, komm schon. Wie du aussiehst mit der Rüstung wie Power Ranger. Muss mir Gefallen tun Sagt der und das rosa, Birchwood auch gleich noch das sagt in den Ofen der schmeißen. lila Assassine, ja, mit grünen Ärmeln. Assassin, also das Birchwood einfach in den Ofen legen. Okay. Nein, der frei ist. Du kannst ja auch die ganzen Sachen rausnehmen, ne? Da ist es Dann erst. kriegst du wieder Level. Ach, was nicht so jetzt. Okay, weiß ich. Ja, habe ich da reingelegt, damit du Level kriegst. Ah, also Birch da rein. Ich brauche übrigens noch 330. Da sagt er erst, dass Birch so fancy ist und dann verheizt das. Ja, wir haben ja so viel. Man muss Prioritäten haben. Du kannst damit gerne wieder mal die Kisten ordnen. Ich habe keine Inventory-Tricks installiert. Yeah. Doch. Das heißt nein. Ja, wenn ich dazu komme, mache ich sie. So. Wo habe ich es denn gehört? So, langsam aber sicher geht's voran mit dem Dachbau. Oh, das zieht auf, das zieht auf. Endlich, man kann wieder mal so eine Picture in Picture machen, oder? Also so eine Bild-in-Bild. Ja, Weihnachten. Ich plane nämlich, dass ich meinen neuen Computer zulege, weil sich mein momentaner Laptop, ich nehme ja den seit dem Beginn des Kanals, was schon über ein Jahr her ist, nehme ich immer mit dem Laptop auf. Habe ich anfangs auch, nur eben nicht aufgenommen, sondern nur mitgemacht. Ah. Boah, diese komischen schwarzen, braunen Flecken in Stein, sie lassen das wie Erz aussehen. Was war mal hier dichter Wald, ne? Schon auf wahr. So, dann kann ich jetzt mit der Verschönerung also dann kann ich mit der Teilverschönerung anfangen jetzt. Also von beim Start. Nein! Ich bin so ein Volltopf. Was denn? Können wir irgendwann 15 Special Plates brauchen? Jo. Ja, wir können so ein. Wir können ihn das mit Redstone bauen. erinnert sich noch an den nutzlosen Hebel. Ja, klar. So genial. Es war ein Hebel, nachdem man den Hebel gezogen hat, hat er sich selbst wieder abgebaut. Also, das ist mehr oder weniger eine Anlehnung an eine unsinnige Maschine, die eben am Real Life gebaut wurde. Schalter umlegen und so ein kleiner Drücker drückt den Schalter wieder zurück und fährt wieder ein. Ja, stimmt. Stimmt. War cool. Boah, also wenn es weitergeht, ich glaube jetzt hier noch Bäume, bis die Axt leer ist.
Das sind noch 69 Schläge. Unintentional win. Unintentional win. An alle, die den Witz nicht verstehen, ihr seid zu jung. Das kommt schon mal. Oder wenn ihr hässlich seid, dann wahrscheinlich nicht. Naja, also entweder seid ihr zu jung oder ihr habt die falschen Freunde. Get yourself some real life. Naja, toll. Real life? Welcher Server ist das? So, Moment mal. Kurz den Tisch abwischen, wo ich nämlich mit den Händen aufliege, sondern nur nass geschwitzt. Das will ja auch jeder wissen, ne? Ja, ich spiele hier mit geschlossenem Fenster und ohne Ventilator. Nur für euch. Für mich, sonst kann ich ziemlich schlagen gehen. Nein, aber die Zuschauer würden auch leiden. Ja, und zu dir kommen die Klagen. Gott, wir machen die Scheiße jetzt schon über ein Jahr, okay? Ja. Freddy Matsch. Ich habe nichts dazu gelernt. Das ist so traurig. So, es wird dunkel. Bist du im Haus? Nee. Dann komm bitte zurück, weil ich möchte gleich, sobald es wirklich Nacht ist, möchte ich wirklich gleich schlafen gehen. Ja, chill mal. Ich will noch ein paar Seedlings holen, wenn es geht. Ich möchte mir vielleicht irgendwo mal einen Balkon bauen. So einen Witwenbalkon. Nein, so einen französischen Balkon. Und die Frau in weißem Kleid nach ihrem Alter, Gefallenen. wir haben echt zu viel Holz. Ja, wir haben viel Holz vor der Hütte. Ich wollte gerade sagen. Oh, ich habe übrigens, ich merke gerade, ich habe auch noch Spruce Wood Planks. Sieben Stück. Ah, schön, dass Sie mir sagen können. Hätte ich. So, ich brauche eh jede Menge Holz und Wo geht's heim? ich mache jetzt mal Also, Bücherregale. ich glaube, ich verlaufe mich gerade. Nee, doch nicht. Oder? Ja, ich weiß nicht. Ist der Eisen dabei? Nee, ne? Nee. Das schließt dann meine nächste Frage aus. Hast du jetzt dann dabei? Ja. Skeletons. Nee, ich glaube, ich kann da richtig viele Vielen Bücher. Doggy. Es war so gut, dass ich die NPC stattgefunden habe, Patrick. Weil jetzt können wir auf Level 30, glaube ich, schon enchanten. Noch ein Skeletten. Wir Auch könnten noch ein noch eine. Skeletten. Ah, ich Alter, hab's ist rausgefunden. UK? Ja, ist klar. Bisschen verschoben. Ah, Knopf. Ich muss kurz noch was umstellen. Scoreboard. Sind alles hier mit Scoreboards geregelt? Na, Creeper. Thank God. Okay, ja, man kann jetzt sowohl oberhalb des Charakters als auch im Tab-Menü sehen. Das heißt, ich kann sehen, wenn du stirbst. Ach, schön. Auch wenn ich dich nicht sehe. Was machst du denn? Wir haben viel Holz vor der Hütte. Ist das Baumstämme da? Ja. Wir haben jetzt einfach viel Holz vor der Hütte, mehr nicht. Da fällt mir noch was ein. Aber das muss ich jetzt noch machen. Okay, wenn es Nacht ist, können wir jetzt entweder schlafen gehen oder wir bauen im Keller unten schon mal einen Zauberraum. Bauen wir einen Zauberraum, wir sind produktiv. Ja. Dann kann ich am Tag wieder weiterbauen. So, ich muss hier noch mal kurz das überlegen. Ich glaube, ich reiß das hier raus. Macht ein Stiegenhaus nach unten. Schaufel. Schaufel. Habe ich. Habe ich auch. Warte, Pickaxe. ich gehe hoch und hol Birkenholz. Na? Siehst du, wir brauchen Birkenholz. Also, warte, ja, Birke habe ich nicht mit.